Hallo, schön, dass ihr wieder hier seid bei Minecraft. Ja, dort drüben unsere Baumfarm arbeitet, aber wir haben ein bisschen Probleme, dass, ja, es ist schwierig, ehrlich gesagt. Wir mussten da schon ein bisschen automatisieren, aber für die Automatisierung haben wir halt doch auch schon ein bisschen zu wenig Rohstoffe, wenn wir ehrlich dazu gestehen. So. Und ein bisschen aufteilen mehr hier, so. Weil halt das, was ist, wenn wir jetzt hier wirklich hingehen und mal eine Solarzelle bauen? So wie hier. So teuer war die ja nicht. Glaube ich halt nicht. Problem ist, die kostet Eisen. Eisen haben wir nicht mehr so viel. Was bedeutet, wir können uns dann auch mal hier um das Thema kümmern. Level. Das heißt, das sieht, damit zieht man ja durch und kriegt damit Rohstoffe sozusagen. Das ist ja, kennt ja jeder. So, man kann jetzt da hinten mit den Typen, ne, auch ziehen lassen, dauert aber länger. Es gibt aber auch diesen Autosieve, den habe ich hier oben gebaut. Geht auch, wenn man dann jetzt mal der Quabble so macht, damit es schneller geht. Das da reinpackt. Siebt der natürlich auch, dauert aber. Und braucht natürlich extrem viel RF, was wir nicht haben. Generator ist schon leer. Deswegen, das ist blöd. Das heißt, wir könnten es selbst sieben. Dafür gibt es auch noch ein anderes Sieb. Wo ist das jetzt? Das hier zum Beispiel. Und dann nehmen wir dann zum Beispiel das Wood hier. Da können wir das rein praktisch hier oben hinstellen. Die Fackel stellen wir hier und hier hin, dass wir es haben. Das. Kann man das hier reinpacken? Nee. Kann man das Eisen rausnehmen und das Eisen hier reinpacken? Ja. Ja, ich kann. Doch, geht der Holz auch rein. Was machst du? Ja, und das kann man dann hier durchsieben. Und dann ist es schon kaputt. Kann man das Eisen reinlegen. Und so sieben. Kriegen wir mehr raus. Zack. Und. Und da kriegen wir halt dann verschiedenste Sachen raus. Wie gesagt, die meisten kennen das ja schon aus. Da sagen wir mal schneller. Auseinandergedönster. Geht das eigentlich so auch? Nein. Jetzt machen wir da weiter. Entweder man brennt es direkt oder macht so Crushed Iron Ore. 1 zu 6, 6 zu 4. 1 zu 1. Okay, das geht auch. Was Quaschen tun? Das Quaschen kann man natürlich auch mit dem Hammer, da kriegen wir weniger raus. Mit dem Quascher mehr, was sagt die Segmel? Segmel sagt 5 plus 32%. Ist es auch nicht so verkehrt. Mit dem Hammer kriegen wir 4 raus. Also, wenn wir jetzt mal eine Segmel backen, wie viel kriegen wir raus? Wenn wir jetzt 3 reingepackt, also bei 1 kriegen wir raus. 10, hä, hier dem. 5, 10, 15. 22 aus 3 Stück, okay. Das muss einer verstehen. So, dann kriegen wir einmal 1 Cent raus. Und daraus kriegen wir zum Beispiel, wenn wir das mit Hammer machen, 4 raus, 6 raus. Da können wir nur wieder Sand raus machen. Und aus dem Sand können wir nur Eisen machen. Das heißt, wir haben jetzt 5 rausbekommen aus. Wie viel überhaupt? Ich weiß gar nicht, wie waren das jetzt? Iron or Sand. Kann man den jetzt vielleicht wieder da reinpacken? Okay, also. Das heißt, den kann man jetzt nur noch schmelzen. Ich glaube, so effektiv war das jetzt nicht, oder? Kann echt gar nicht sagen, wie viel wir jetzt reingesteckt haben, muss ich ehrlich. Haben wir nochmal Eisen? Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Eisen. Wie viel Eisen können wir jetzt craften? So. Zu einem Dust. Den Dust haben wir gesagt, können wir quaschen und bekommen 6 raus. Oder hammern und bekommen. Gut. Das heißt, wir quaschen den Dust. Muss jetzt echt mal gucken. Daraus kriegen wir 5.
Das heißt, wir brauchen wieder 4, um ein Sand herzustellen. Und aus einem Sand kriegen wir 1 raus. Weil das auch nicht stimmt, wir können ja wirklich, genau, das können wir noch machen. Könnten da Bau da draus machen? Aus dem Bau da können wir wieder als das machen, brauchen aber nur 4, raus kriegen wir aber 6. Wenn ich da jetzt richtig liege. 5. Wir brauchen nur 4. Haben dann sozusagen bei jedem einen über. Das heißt, bei 4 Durchgängen hätten wir ein Eisen geschenkt. So der Plan von den ganzen. Genau, zack. Gut, ja. Ist ein ziemlich eine aufwendige Baustelle, aber ich glaube, interessant. Also ich finde es interessant, wenn wir das umsetzen, irgendwann mit so einer Straße sozusagen. Der wir das Ganze machen. Eine ganze Produktionsstraße, ewig großes Gebäude, wo das Ganze irgendwo weiterverarbeitet wird und so. Also hört sich nicht so schlecht an. Wir werden jetzt uns mal trotzdem um Solar kümmern. Da brauchen wir wieder Enriched Iron. Haben wir da noch was? Du musst trotzdem weg, weil ich muss da unten dazu. Fällst mir jetzt trotzdem nicht hier. Kannst hier rein und du kannst. Wieder egal, geh hier hin. Blazer. Enriched Iron. Sollten wir ja eigentlich noch was haben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir alles verbraucht haben, genau. Dann brauchen wir noch Osmium Dust. Ich glaube, 2 Stück waren das jetzt, was wir brauchen, oder? Genau, du bist mal hier rein. Dann brauchen wir natürlich noch diesen Energy Tablet. Da brauchen wir dreimal Gold und Redstone. Das ist auch nicht das Problem hier. So. Die Solarplatten, da fehlt uns natürlich Osmium. Osmium haben wir aber nicht mehr so viel, gell? Ich glaube, das war alles an Osmium, was wir hatten. 2 haben wir noch. Wow, bin ja voll begeistert. Wir brauchen jetzt aber mindestens, wenn wir gucken, kriegen wir alles raus, 3, 6, 9. 9 Osmium. Platin, Silber, Aluminium, Silber, Osmium 3, hahaha. Braucht mindestens 4 Osmium, damit wir weiterarbeiten könnten. Kriegen aber auch maximal 1 raus. Was heißt, wir müssten rein theoretisch meinen gehen, was mir überhaupt nicht gefällt. Das werde ich dann offline mal machen. Wollte aber jetzt weiterhin aufnehmen. Und das ist auch das nächste Problem, wo ich jetzt gerade scheitere. Charcoal hätten wir da noch, das heißt, wir können hier drüben erstmal den Typen da verkloppen. Der meint uns abschießen zu müssen. Gründe. So, tot. Gut, dann können wir hier mal sagen, zack. Dann müssen wir gleich ernten die Bäume neu aufstellen. Problem ist halt, die Base Use. Produzieren wir hier gar nichts. Okay, wenn wir jetzt mal da reintun, müsste ja die Base Use halten. Da weiß halt wieder keiner, wie viel der Kohlegenerator produziert. 20, glaube ich. Das ist halt natürlich das nächste Problem. So, das heißt hier und hier. Und du kommst hier noch hin. Wir hätten hier dann schon ein bisschen Charcoal wieder. Furnace only hier rein. Bisschen Holz nehme ich immer wieder raus. Kassieren die Kiste wieder. Dann haben wir schon 23. Kohle, genau. Hammer. Das brauche ich nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr. Und das Enriched Iron natürlich auch nicht mehr. Es hat sich ja erledigt. Drill. Sollen wir mal gucken. Den Drill, da brauchen wir das, da brauchen wir das. Das ist natürlich Diamant. Okay, das sollte ja gar nicht so schwer sein, oder? Die Advanced Coins sind auch nicht schwer. Okay, dann bauen wir uns mal so einen Drill. Das heißt, wir brauchen 3 Diamanten mit dem Rekonstruktor. Weil dann kann ich natürlich in Ruhe meinen gehen oder mit euch meinen gehen. Mal gucken, ihr Lust habt. So, das.
Dann. Dann. Die drei haben wir. Die Advanced Coil haben wir noch gar nichts. Genau, brauchen wir. Das hier, normale Coils, haben wir, ich glaube, auch nicht mehr. Da haben wir noch ein bisschen Iron, da haben wir Iron. Was brauchen die normalen Coils? Das waren die Reconstructinger. Da müsste ich aber noch welche haben. Genau hier. Das heißt, wir brauchen davon zwei. Dann brauchen wir noch das Black Quartz. Da habe ich glaube nur noch eins. Das war Eisen und Netherquarz, oder? Alternative war Netherquarz. Haben wir noch ein Netherquarz? Ansonsten habe ich das Problem, dass ich auch noch in Nether muss. Echt jetzt? Einen habe ich. Zweiten nicht mehr. Nein. Okay. Gut, dann werden wir wohl müssen da ein Nether-Portal bauen. Das bauen wir jetzt am besten mal hier unter der Erde. Ein bisschen weiter weg. Nee, hier nicht. Kommen wir dann da rein. Okay, da haben wir gleich Kohle dann. Komm, hier. Hier. Ich weiß gar nicht, kann man das Nether-Portal jetzt so groß bauen, wie man möchte, oder? Nein, immer nicht. Ich glaube schon, oder? Es muss aber ein Mindestmaß, glaube ich, haben. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Na, wir bauen es jetzt einfach mal so, wie wir es gewohnt sind. Und wir brauchen natürlich Flint and Steel. Das heißt ein Feuerzeug. Gott, oh Gott, die Zeit vergeht auch immer so schnell hier, wenn man spielt. Das. Funktioniert ja alles nicht, kann man alles mal da lassen, bevor wir es verlieren. Wir brauchen ein Eisen und ein Flint. Logischerweise. So, ein Eisen und ein Flint. Ja. Das heißt so und so. Und können dann eigentlich rein durch die schon abreißen. Steinspitzhacke ist halt nicht nur das Idealste. Vielleicht wenn wir Eisen und Diamant auch mitnehmen, sicherheitshalber. Und futtern. Noch schnell mal was in die Birne gehauen. Und ab in den Nether. Blub. Mal gucken, was dort erwartet. Bin ich echt gespannt. Bin ich mal gespannt, was da erwartet. Das ist natürlich der Workload, der dauert ein bisschen. Wir sind mitten in der Wildnis, wie man hier sieht. Man müsste gucken. Hallo? Ah, jetzt kommt der Ton auch mal. Oh, ich sehe ihn. Ja, ich sehe ihn. Ui. Das ist aber. Wisst ihr, was das ist? Das ist Diskriminierung. Das findet ihr auch so, oder? Das Netherportal hier einfach so hingeklatscht. Mitten in der Luft. Ist echt eine Frechheit. Wenn da rausläuft, so irgendwie oder jemanden rausschub, dann ist er einfach tot. Wie nix. Genau so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Was war das? Scheiße. Scheiße. Komm, stirb, Junge. Ja, getötet. Natürlich habe ich Dings erlitten, aber der Geist ist tot. Und das Basalt, okay. Netherrack, Soul Sand. Wir brauchen eigentlich. Das Netherrack nehmen wir natürlich auch mit. Netherrack braucht man immer. Ich weiß zwar gar nicht, was man damit machen kann, aber bestimmt etwas. Nether Bricks, genau. Wir können dann hammern. Das werden wir also auch brauchen. Wir können Lava herstellen damit. Butane brauchen wir das dann noch. Können Sulfur herstellen. Enchantment Book Flame. Okay, interessant. Und dann einige Crafting-Rezepte. Ich hasse das, wenn hier überall Licht ist. Wir sollten hier vielleicht einen Punkt setzen mit Portal. J. Baypoint. New. Portal. Gut. Ich würde auch sagen, wir machen dann hier an der Stelle auch in den nächsten Folgen weiter. Also bleibt dran, bleibt geschmeidig und tschüss, Leute.